Und wir kommen jetzt also zu einem weiteren Beitrag in unserer Serie zu der Jura-Frage. Gestern haben wir vom Historiker und ehemaligen Generalsekretär von der Interjurassischen Versammlung, Jean-Jacques Schumacher, erfahren, wie es zur Gründung dieser Versammlung gekommen ist. Heute erzählt er uns, wie sie nach der Gründung die Arbeit aufgenommen hat. Aller Anfang ist schwer, aber die Versammlung hat sich angefangen zu organisieren und schliesslich ist es auch vorwärts gegangen. Der erste Präsident der Interjurassischen Versammlung, die am 25. März 1994 gegründet wurde, war René Felber, ehemaliger Bundesrat von Neuenburg. Das erste Problem war, das restliche Präsidium zusammenzustellen. Première Réunion en novembre. Die erste Sitzung am 11. November 1994. Wir haben zwei Co-Präsidenten nominiert. Auf der Seite der Abgeordneten des Berner Jura haben wir den Herrn Roublet und den Herrn Ourrier nominiert. Beides klare Antiseparatisten. Considérés comme des antiseparatistes inflexibles. Das zweite grosse Problem war, einen Sitz für die IJV zu finden. Alors, c'était prévu initialement qu'on allait siéger. Also ursprünglich war es vorgesehen, dass wir im obersten Stock des Rathauses zu Moutier unser Büro haben. Aber es hat Probleme gegeben. Vor dem Rathaus zu Moutier sind zwei Fahnen gehangen: die vom Jura und die von Stadt Moutier. Aus formellen Gründen war es absolut notwendig, dass auch das Berner Wappen vor Ort ist. Nachher, nach langen Diskussionen, wie man so schön sagt, ist uns bewusst worden, wir werden uns nicht einigen können. Plötzlich haben wir das Glück gehabt, ein wunderbares Lokal, ein wahrhaftes kleines Bijou zu finden. Dort findet die Versammlung übrigens auch heute noch statt. Alle einverstanden und angenehm installiert waren, jetzt können losgehen mit der IJV. In den 10 Jahren, als ich bei dir war, kann ich sagen, dass die Stimmung meistens gut war. Die Leute untereinander sind immer korrekt mit sich umgegangen. Der Aufbau ist schneller vorwärts gegangen als erwartet. Eine der ersten Fragen, die sich gestellt hat, wollen wir Kommissionen gründen? Ja oder nein? Schlussendlich haben wir befunden, Kommissionen zu bilden, aber es hat sich auch schwieriger gewesen. 1995 hat es gerade nur 2 Kommissionen gegeben, die funktioniert. Nachdem die Strukturen aufgestellt und ausgebaut waren, haben sich die ersten Resultate der Arbeit der Abgeordneten gezeigt. Durant la période où j'étais là, on s'est mis d'accord sur 60. In dieser Zeit, wo ich da war, haben wir uns auf 60 Entschlüsse einigen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Es haben sich jede Art von Problem gestellt, die wir angehen mussten. Bei einem, nur bei einem, haben wir uns nicht einigen. Das wäre beim Datum für die Fertigstellung der Autobahn A16 gewesen. Der Kanton Jura hat gemeint, wir weisen für das Jahr 2008 und die vom Berner Jura, immer etwas reservierter und bescheidener bei ihren Forderungen, haben gesagt, mit 2012 sind wir zufrieden. Die Jahre sind verstrichen, die IJV ist ihren Weg gegangen, trotz allen Hindernissen. Das nächste wegweisende Ereignis ist am 4. Mai, wenn das Moutier der Schlussbericht vorgestellt wird. Am Sonntag bringen wir den nächsten Beitrag in dieser Serie. Dann kommt der Stadtpräsident von Moutier zu Wort, der Maxim Zuber, der seine pro-jurassische Haltung ging, öffentlich kundtut.